for our love, and I might forget you. I guess the change in my pocket wasn't enough. Hallo ihr Lieben, heute dachte ich mir, ich zeige euch mal ein Get Ready With Me für einen etwas wärmeren Sommertag. Ja, lassen Sie das. So, als allererstes nehme ich die Max Factor Ageless Elixir Foundation und gebe es einfach auf mein komplettes Gesicht. Dann tue ich das Make-up von meinen Händen weg. Dann benutze ich den Maybelline Fit Me Concealer und decke damit Rötungen, Augenringe und Augen und Unreinheiten einfach ab, damit mein Gesicht ebenmäßiger wird. Und da das dann alles noch glänzt, mattiere ich das mit dem Glow Minerals Puder. Und wenn ich das dann alles mattiert habe, komme ich dann schon zu Lidschatten Base, das ist die Adeko Eyeshadow Base. Die gebe ich einfach auf meinen Lidern und verblende sie dann aus, dass sie wirklich auf meinem kompletten Augenlid verteilt ist. Und dann benutze ich die H&M Eyeshadow Palette, da benutze ich die weiße Farbe für den inneren Augenwinkel. Und dann, wenn ich das gemacht habe, benutze ich noch daneben diese Peach-Farbe und gebe den einfach in den äußeren Augenwinkel und verblende das ein bisschen mit dem Weiß. Das ist ein wirklich schöner Naturlook. Und dann gebe ich noch etwas hautfarbenen Lidschatten unter meine Augenbrauen, einfach um Äderchen und alles Mögliche abzudecken. Und dann kommen wir zu meinen Augenbrauen. Als erstes benutze ich das Maybelline Brow Drama im Medium Brown. Und dann benutze ich den Adeko Eyebrow Set und fülle damit einfach meine Augenbrauen aus. Also gibt hier noch ein bisschen mehr Farbe, dass man sie auch viel besser sieht. Und wenn ich das dann gemacht habe, kommen wir auch schon zu den Augen. Als erstes benutze ich den Maybelline The Rocket Volume Express Mascara für die oberen und unteren Wimpern. Und dann nochmal eine Schicht auf die oberen und unteren Wimpern nochmal drüber. Oder nur den oberen. Und dann benutze ich den Essence Lash Melia Volume Boost Mascara und dann den Essence Get Big Lashes Mascara für die oberen und unteren und dann noch ein Rouge von der Zoeva Sun Power Palette und dann habe ich einfach noch so einen unsichtbaren Lippenstift benutzt, aber den habe ich nicht abgedreht und dann kommen wir auch schon zu meinen Haaren. Ah ja, und die Catrice Cosmetics Camouflage Creme, damit habe ich einfach Rötungen abgedeckt, die man noch ein bisschen gesehen hat. Und ja, dann habe ich den Rouge natürlich rausgegeben und noch ein bisschen verblendet mit meinem Puderpinsel. Jetzt kommen wir zu meinen Haaren. Da benutze ich die Eco Brush, weil meine Haare schön glatt waren, habe ich sie einfach so gelassen. Und ja, dann, wenn ich meine Haare durchgebürstet habe, kommen wir auch schon zu meinem Outfit. Und zwar, da ist das T-Shirt von Only, die Leggings von Zara und die Schuhe von Converse. Und ja, das war es auch schon mit dem Get Ready With Me. So ihr Lieben, das war mein Get Ready With Me. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir einfach einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Get Ready With Me sehen wollt, dann auch einen Daumen hoch. Und ja, vergesst nicht, meine Verlosung geht noch bis Freitag. Macht das schön mit. Und ja, wir sehen uns dann am Mittwoch. I can't stop.